Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht haben wir eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Ihr müsst dann halt nur diese Nummer hier wählen. Die ist kostenfrei für euch. 0800 5678 111. Und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei und so ähnlich. 0800 5678 110. Erster Anrufer ist heute Nacht Christoph, und der ist 36. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Christoph. Dein Thema. Es ist mir ein bisschen peinlich und ich wollte dringend deinen Rat einholen, weil ich bin schon seit Jahren Fan von dir. Hier muss einem überhaupt gar nichts peinlich sein. Erstmal noch Congratulations zur 1000. Nachträglich. Danke, vielen Dank. Also ich sag's mal direkt heraus. Ja. Ich stehe total auf Sex mit hochschwangeren Frauen. Das finde ich super erotisch. Ja. Und das ist mir auch peinlich. Warum? Ja, weil ich denke, das ist irgendwie, naja, also... Wenn die hochschwangeren Frauen das auch sehr schön finden, mit dir dann ins Bett zu gehen, ist es doch eigentlich okay. Nur, es stellt sich ja die Frage, wenn du da so scharf drauf bist, so oft hast du dann ja wahrscheinlich keine Gelegenheit... Ich habe niemals leider dazu. Also ich war verheiratet und als meine jetzige Ex-Frau vor 8 Jahren dann schwanger war, da bin ich da drauf gekommen. Mhm. Also das gefiel mir einfach so richtig super gut. Mhm. Nur irgendwann war die natürlich dann zu Ende, die Schwangerschaft. Und die Ehe war dann auch irgendwann zu Ende. Und ich habe den, ja. Ja, nee, erzähl weiter. Ja, ich habe den Drang, also den Trieb, sage ich jetzt mal, immer noch. Mhm. Nur den kann ich leider nur entweder mit Pornos ausleben oder beim Onanieren mit mir alleine. Mhm. Denn du kannst dir ja sicher vorstellen, also man kann ja nicht einfach irgendwo auf der Straße sagen, hallo, schwanger. Ja, oder gibt es denn Pornos, die so etwas darstellen? Ja, die gibt es zuhauf. Da hört der Spaß auf, ne, finde ich. Also wenn ich jetzt an die Darstellerinnen denke, wenn das sind ja dann echte hochschwangere Frauen, ja, dass die sich dann in so etwas hineinbegeben, weiß ich nicht, ob das so gerade gut ist für alles. Ich vermute mal nein. Ja, ich weiß auch nicht. Und du bist damals durch die Schwangerschaft deiner Frau drauf gekommen. Mhm. Das war so der erste. Der Auslöser. Also vorher habe ich das nicht empfunden. Mhm. Nur, also die war, also bis zum 9. Monat hatte die auch noch Lust am Sex. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Da ich auch keine Erfahrung habe mit schwangeren Frauen, weiß ich nicht, wie schwangere Frauen so gestrickt sind in sexueller Hinsicht. Ja. Mögen die überhaupt noch schlafen mit einem Mann? Wenn so allgemein kann ich das nicht sagen, Domian. Ich habe halt nur diese eine Frau erlebt und die fand das bis zum Schluss rattenscharf. Mhm. Muss man denn da nicht besonders vorsichtig sein? Ja, natürlich. Ja, ne, total. Also ich will auch gleich dazu sagen, also ich bin keiner von der Hardcore-Sorte, sondern eigentlich eher einer von der Kuschel-Sex-Fraktion, ne? Und also ich sag mal so, selbst wenn es Prostituierte gäbe, die das anbieten würden, würde mich das nicht antören, weil für mich Sex nur dann eben auch Spaß macht, wenn es der Partnerin auch Spaß macht. Und meiner Ex-Frau, damals war es so, die hatte da einfach Lust drauf auch, bis zum Schluss. Was ist denn für dich, nun versuch das mal uns zu erklären, die wir nicht auf so etwas stehen, der besondere Reiz, mit einer hochschwangeren Frau erotisch zu verkehren, Sex zu haben? Ja, der schwangere Körper der Frau. Wenn die, sagen wir mal, im 7., 8. oder sogar vielleicht 9. Monat, also der sehr, sehr kugelrunden, dicken Bauch hat, das finde ich einfach klasse. Ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Meine Frage ist ja nur, warum du das klasse findest. Ja, Domian, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Ja, ich weiß, man kann das eigentlich nicht erklären, sowas. Man steht einfach drauf oder man steht nicht drauf. Ne? Ja, also wenn ich auch auf der Straße, gerade im Sommer, wenn man halt nicht so viel anzieht, schwangere Frauen sehe, ich spreche die natürlich nicht an, aber die erregen mich total, wenn ich die sehe, ne? Also das ist der Hammer und mein Problem ist halt, ich kriege halt keinen Kontakt zu schwangeren Frauen, ist ja klar. Mhm. Und auf der anderen Seite will ich auch das eigentlich loswerden, das Bedürfnis, weil ich irgendwo das Gefühl habe, ich weiß nicht, moralisch oder ist nicht so ganz richtig. Mhm. Obwohl es ist ja nicht illegal oder es ist ja... Es hat dich nur letztendlich auch in eine Ecke katapultiert, in der du ziemlich alleine stehst oder ganz alleine da stehst. Ne? Ich fürchte ja, Also auch schon mal nach Selbsthilfegruppen mich erkundigt, habe ich gerade schon deinem Redakteur erzählt und da gibt es nichts in der Art. Ich würde dich gerne noch mal fragen, damals, als du es nur einmal erlebt hast mit deiner Frau. Naja, also mehrmals, also während der Schwangerschaft. Ja, natürlich, ja, also ich meine mit einmal mit der einen Frau. Ja. Der Sex hat sich dann doch sicherlich schon unterschieden
von dem, den du vorher mit deiner Frau hattest, oder? Ja, in gewisser Weise. Also einige Praktiken kann man natürlich nicht mehr machen, einfach weil eine hochschwangere Frau nicht mehr so beweglich ist. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, das war für mich ein Lustgewinn, weil ich musste mich natürlich dann entsprechend mehr bewegen. Also auf gut Deutsch, also von hinten ging es natürlich am einfachsten. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Reiz darin besteht, eben halt die Schwangerschaft symbolisiert ja so die Fruchtbarkeit und wirklich dann Vermehrung, dass dich das einfach dann sehr heiß macht und scharf macht. Also wenn dann unbewusst, weil daran habe ich dann zu der Zeit nie gedacht und denke ich jetzt auch nicht, wenn ich mich halt jetzt stimuliere durch Filme oder halt durch meine Fantasie, denke ich da. Ich denke wirklich nur, ich stelle mal eine schwangere Frau mit einem ganz, ganz großen kugelrunden Bauch und großen Brüsten und so vor. Und das macht mich scharf. Ist das denn jetzt so krass, dass du gar keinen Bock mehr hast auf nicht schwangere Frauen? So krass nicht, aber deutlich weniger. Also ich spüre einfach nicht den Lustgewinn so bei einer nicht schwangeren Frau. Hast du den Eindruck? Wirkt sich auch auf die Erektion aus, ganz klar. Hast du den Eindruck, du bist jetzt 36, dass das stärker wird, dieses Bedürfnis nach einer schwangeren Frau? Je älter du wirst? Ich würde fast sagen, ja. Ich habe auch mal so Phasen, wo ich da kein Bedürfnis nach habe. Und also es wird auf jeden Fall nicht weniger. Es geht nicht weg von alleine wie eine Grippe. Aber es ist schon ein Problem für dich, ne? Wie du es gerade gesagt hast. Ja, weil ich mich selber nicht dabei so toll fühle. Du fühlst dich A, nicht toll dabei und B, kommst du nie zum Zug. Genau. Ne, das sind die beiden großen Handicaps dabei. Genau. Es gibt keine Selbsthilfegruppen, was ich fast gar nicht glauben kann, weil es gibt doch für alle möglichen Dinge. Ja, für Maso Sado gibt es satt bis zum Abwinken, wir sind mit Gruppen totgeworfen. Aber es gibt aber bestimmt auch in deiner Gegend den einen oder anderen sehr versierten Sexualtherapeuten. Du musst dazu keine Therapie gehen, aber vielleicht ein paar Stunden mal zu dem gehen und einfach mal reden. Und also deine Meinung ist auch, dass man das heilen müsste, anstatt versuchen, das irgendwie mit jemandem auszuleben, oder? Heilen klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr hochgestochen, aber davon wegkommen oder es reduzieren. Weil, wie gesagt, du tust dir ja nichts Gutes damit. Du fühlst dich, hast du erstmal moralische Bedenken, darüber kann man ja nur streiten, aber letztendlich kommst du mit deiner Sexualität ja nicht zum Zuge. Und das ist gravierend, finde ich. Allerdings. Ne? Und deshalb würde ich da ganz unvoreingenommen mal mich beraten lassen von einem Fachmann. Wir können dir gerne vielleicht die eine oder andere Adresse gleich geben. Ja, das wäre nett. Aus deiner Umgebung. Sollen wir das mal so machen? Ja, klar, wenn das geht. Das geht. Heute Nacht ist ein Psychologe hier bei mir, der heißt Ferdinand, ein neuer Kollege. Der kann dir das vielleicht weitergeben. Das wäre nett. Nur eine Frage noch zum Schluss. Falls sich eine Schwangere jetzt angesprochen fühlt und die bei euch anruft, würdet ihr die denn an mich weiterleiten? Ungerne. Ungerne? In diesem Fall ungerne, ja. Also wenn es um ernsthafte Dinge geht, stellen wir die Kontakte gerne her. Aber in diesem Fall würde ich das nicht gerne machen. Ich bitte um Verständnis auch. Okay. Ja? Also du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. In Sachen Psychologe. Okay? Danke. Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich habe ein bisschen Post mitgebracht und würde gerne den ersten Brief euch mal, das erste Fax euch mal vorlesen, weil es sich bezieht auf die gestrige Sendung. Gestern hatten wir das Thema, ein Verbrechen hat mein Leben zerstört, und in der Sendung trat auf der, ich glaube, 56-jährige oder 58-jährige Mark, der vor 26 Jahren seine Schwägerin ermordet hat. Und dazu schreibt Maximilian aus Berlin: Hallo Domian, ich möchte dem Marc sagen, du hast, Marc, deine Strafe abgesessen, fast 20 Jahre. Einen Menschen kann man nicht mehr lebendig machen, aber du zeigst so große Reue und hast gebüßt und hast deine Strafe angenommen. Deshalb finde ich, auch du hast ein Recht darauf, jetzt wieder normal zu leben. Diese Reaktion ist erklärlich daraufhin, weil der Marc sehr verzweifelt war und sehr gebrochen wirkte gestern. Und das hat wahrscheinlich den Maximilian bewogen, diese Meinung so zu formulieren und dem Marc das so sagen zu wollen. Es geht weiter mit Silvia. Und Silvia ist 42 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Silvia. Ja, ich habe da im Moment ein großes Problem. Oh, mein Herz, das geht. Ich höre es. Ich höre es, richtig. Wenn du das jetzt hören könntest. Total höre ich. Das ist eigentlich nicht meine Art, so, aber ich gucke deine Sendung auch schon ein paar Jahre und ich habe die Erfahrung bei dir gemacht, dass du, was Sexualität angeht, Erfahrung hast und
vielleicht mir raten kannst. Mhm. Es ist so, dass meine Tochter mir gestern gesagt hat, dass sie lesbisch ist. Wie alt ist denn die Tochter? Die wird jetzt 16. 16, mhm. Ja. Mhm. Ich habe das schon länger geahnt. Ich weiß nicht, vielleicht aus dem Bauch heraus. Mütter ahnen sowas immer, glaube ich. Ja, ich denke mal schon. Mhm. Nur ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich habe es dann immer weggedrängt und die Beziehung mit ihr war auch in den letzten Monaten sehr schlecht. Also wir haben uns oft angeschrien und ich habe sie auch einmal, ich weiß auch, wer das Mädchen ist, ich kenne die gut, also so vom Sehen jetzt. Ne? Ach, sie hat auch eine feste Freundin. Mhm. Schon seit einem Jahr. Also seit einem Jahr schon. Sie hat es aber immer abgestritten. Ich habe sie mehrmals darauf angesprochen. Und ich habe gesagt, wenn irgendwann ich mal rauskriege, dass du es doch bist, dann macht ihr aber ein Rennen mit. Ach so, das wurde so schon thematisiert. Ja. Du hast das schon die Vermutung schon formuliert. Ich habe es schon angesprochen, ja. Ich wollte es wissen. So, jetzt hat die Tochter aber von sich aus gesagt, hier Mama, ich bin's. Ja, jetzt hat sie zwar die Katze aus dem Sack gelassen, aber wohler fühle ich mich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn die jetzt mal auf die Idee kommt, das Mädchen mitzubringen. Wie hast du denn spontan darauf reagiert? Ich habe erst mal geradeaus in den Fernseher geguckt. Mir ist es heiß und kalt den Rücken runtergelaufen und bin ganz ernst und ganz ruhig geblieben. Und weil ich wissen wollte von ihr Sachen, wenn ich jetzt ausgerastet wäre, hätte sie mir gar nichts gesagt. Was hast du sie denn gefragt? Ich habe sie gefragt, ich wollte vor allen Dingen wissen, ob sie mit ihr im Bett war. War sie mit ihr? Nein, sie hat nur geschmust mit ihr, geküsst und befummelt wohl auch schon, aber so richtig noch nicht. Dann wollte ich wissen, ob die andere Mutter schon was weiß. Die weiß überhaupt nichts. Da haben sie die größte Angst vor, ihr das beizubringen. Ist die Freundin von deiner Tochter auch 16 Jahre alt, im gleichen Alter? Ja, die sind im gleichen Alter. Die sind in der gleichen Klasse gewesen. Meine Tochter musste auch das letzte Jahr die 9. Klasse wiederholen. Die hat eine ganze Zeit lang an Borderline gelitten und hatte Medikamentenmissbrauch betrieben, dass ich dann erfahren habe, dass die in der Schule schon Apothekerfrau hieß. Also Borderline, erklär mal kurz, ist eine komplizierte, komplexe psychische Störung. Also was sie wohl im Moment nicht mehr tut, aber sie hat sich lange Zeit in den Arm geschnitten. Und dann, was habt ihr weiter noch gesprochen? Ja, mehr so, ich würde sagen, oberflächliches Geplänkel. Ich bin da irgendwie, ich musste das erstmal verkraften. Bist du eigentlich alleinerziehend? Ja, ich bin alleinerziehend. Und das ist die einzige Tochter? Nein, ich habe 4 Kinder. 4 Kinder, wie alt sind die anderen? 17, Jenny ist 15, dann ein von 13 und ein von 11, 2 Jungen. Silvia, jetzt muss ich dich doch mal wirklich fragen. Du sagst, du guckst diese Sendung oft und hörst sie oft, seit vielen Jahren schon. Ja. Dann bist du ja wirklich mit allem vertraut, was das Leben so zu bieten hat. Warum kann ich dann damit nicht umgehen? Ja, und du kennst ja wahrscheinlich auch meine Meinung, die ich dir jetzt gleich aufs Butterbrot schmieren werde. Trotzdem ist es, ich bin die Mutter dieses Kindes. Ja, das ist anders, als wenn man das im Fernsehen sieht. Ich kenne auch keine Lesben. Da hast du recht, das ist natürlich, wenn man persönlich... Ich kenne keine Schwulen, ich habe noch nie einen kennengelernt. Du hast recht, es ist leicht, tolerant zu sein, wenn man nicht betroffen ist. Genau, in dem Moment, wo man betroffen ist, kriegt das gleich eine ganz andere Dimension. Was sagen die Nachbarn? Was sagt das Umfeld? Wie soll man damit umgehen? Die Geschwister? So, jetzt wollen wir erstmal zum Beispiel etwas Positives sehen an der Sache. Ja. Positiv ist ja, dass deine Tochter von sich aus dir das gesagt hat. Ja, das habe ich ihr auch hoch angerechnet. Finde ich schon mal, und mit 16 Jahren. Ne, dass das ein schlechtes Verhältnis war jetzt in den letzten Wochen. Positiv ist auch, dass deine Tochter seit einem Jahr, das ist ja in dem Lebensabschnitt schon recht lang, ne, finde ich, so von in dem... Ja. Eine feste Freundschaft, eine Liebe pflegt, hat, einen Menschen hat, den sie sehr lieb hat. Das ist doch auch schon mal sehr positiv. Aber da ist auch Eifersucht mit im Spiel. Ne? Ich bin eifersüchtig irgendwo auf dieses Mädchen. Ja, da musst du nun mal, da sind alle Mütter sind ja immer eifersüchtig auf die... Ja, aber man sieht das dann gar nicht mehr so auf dieses Mädchen. Ich weiß nicht, das ist anders, als wenn das jetzt ein Junge wäre. Meinst du? Ja, ich denke, das ist anders. Die Rivalität ist größer. Ja, schon. Aber du bist die Mutter und das, was du ihr geben kannst, kann dieses Mädchen deiner Tochter nie geben. Und das, was das Mädchen deiner Tochter gibt, kannst du ihr nie geben. So einfach ist die Welt. Ja, jetzt muss ich dir wohl dazu sagen, dass ich denke, dass sie vielleicht nicht so eine richtige Lesbe ist. Mein Mann hat sich vor 8 Jahren umgebracht und der hat gerade Jennifer sexuell jahrelang missbraucht. Und durch meine ältere Tochter habe ich davon erfahren und habe Hals über Kopf von meinem Mann weg, um die Kinder auch zu schützen, weil er
so Androhungen machte, uns alle umzubringen. Jetzt habe ich das nicht richtig verstanden. Die Tochter, die lesbisch gerade ist, die, ja. die ist sexuell missbraucht ja, worden. Ja, gerade. Und die hatte immer eine enge Beziehung zu meinem Mann, zu mir nie. Er hat sie mir völlig entfremdet damals. Aber ich hatte vier Kinder und habe das... Es kann natürlich sein, dass es da einen Zusammenhang ja, gibt. Aber denke das, ich mir. Aber das muss überhaupt gar nicht so sein. Ich glaube eher, dass dieses andere Mädchen eher schon weiß, dass sie so ist. Das habe ich am Verhalten gemerkt. Aber ich finde erstmal selber, im Moment kommt es nur einzig darauf an, was deine Tochter, die ja nun schon 16 Jahre alt ist, ist ja kein kleines Kind mehr, was sie empfindet und wie sie fühlt und was sie liebt und wen sie liebt. Sie hat wörtlich gesagt, sie liebt sie. So, Punkt. Ja. Dieses ist gar nicht mehr diskutabel für mich. Ne? Nee. Und du bist die Mutter, du liebst doch deine Tochter. Ja, sicher. Und du willst doch im Prinzip das Beste für sie. Ja, auf jeden Fall. Und du willst doch auch, dass deine Tochter glücklich ist. Ja. Ja. Also, aber ich habe Angst, dass sie unglücklich wird. Lass sie doch mal alleine machen. Sie ist 16 Jahre alt. Und wenn die Tochter für sich, die Jenny heißt sie, die Jenny für sich entschieden hat und seit einem Jahr, und wer weiß, noch viel länger wird das in ihrem Kopf schon rumgehen, das ist jetzt erstmal mein Leben und jetzt bin ich glücklich, dann lass sie in Ruhe. Oh, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ja, aber ich glaube, man muss wirklich... Den Namen sagen, wenn die mit dem Mädchen hier ankommt, ja, wie soll ich denn reagieren? Ganz normal, als kämen sie mit einem Jungen an. Sei nett, mach eine Tasse Kaffee oder koch den Mädels was Nettes. Oder du kannst doch deine Tochter viel mehr an dich binden, Silvia. Ja. Wenn du ihr eine gute Freundin jetzt bist, eine Verbündete. Wenn dann, das versuche ich ja schon. Ja, wenn die merkt, dass du mauerst und dass du zumachst. Habe ich ja gemacht anfangs. Ja, dann machst du alles kaputt. Ja, ich weiß das ja alles. Nur je netter du jetzt zu deiner Tochter bist, desto mehr Einfluss hast du auch auf sie. Und desto mehr Vertrauen hat sie auch zu dir. Und zu dem Nettsein gehört, dass du sie ihren Weg gehen lässt. Und integriere dieses Mädchen, ihre Tochter, die Freundin von deiner Tochter, auch mit in deine Familie. Ist doch toll. Es ist dir doch viel lieber, wenn die beiden Mädels bei euch zu Hause sind, als wenn die irgendwo rumhängen. Das auf jeden Fall. Da siehst du. Darum habe ich sie ja öfters schon mal hier mitkommen lassen. Ja. Obwohl mir da bin ich ständig in das Zimmer gelaufen. Ich glaube, dass das kontrollieren wollte. Ja, du lass die Mädels doch miteinander Sex haben. Lass sie doch Sex haben, lass sie doch richtig miteinander schlafen, Mensch. Ich weiß gar nicht, wie schwierig das ist, mit sowas umgehen zu müssen. Wenn man keine Erfahrung diesbezüglich hat. Ist klar, Silvia, aber damit musst du dich einfach auch mal so konfrontieren, auch mit dem Gedanken, die beiden Mädchen, die schlafen auch miteinander. Ja, das wird wohl kommen. Ja, oder wenn es auch so war, schon war, ist es auch okay. Diese 16, vielleicht war es schon, sie sagt es vielleicht nur noch nicht. Die sind 16 Jahre alt. Die können das wirklich tun. Ich glaube, dass man da als Eltern, wenn man auch innerlich große Probleme hat, damit umzugehen, wirklich gegen den eigenen Schweinehund ein bisschen ankämpfen muss. Ja, muss ich. Also sehr. Man hat, ich verstehe das auch, du hast Bedenken, was jetzt die Familie anbelangt, die Nachbarn und so. Musst du durch. Das ist natürlich, das wäre natürlich alles einfacher, wenn sie heterosexuell wäre und dann einen jungen Mann mitbrächte, wäre alles in Butter, sagen wir es mal so. Ja, genau. So, dieser Weg ist nun mal ein bisschen komplizierter. Aber mach es deiner Tochter nicht noch schwerer, für sie ist es auch schon schwer genug, das für sich alles auf die Reihe zu kriegen. Indem du ihr auch noch das Leben erschwerst und blockierst. Ich weiß das. Aber man muss erstmal einen Weg finden, ne? Ja. Man weiß nicht, wie man darauf zugehen soll. Wann hat sie dir das nochmal genau gesagt jetzt? Gestern Abend. Gestern Abend. So, jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Ich finde, dass du, Silvia, die beiden Mädels am Wochenende einladen wirst. Doch. Oh ja. Ich vermute mal, du hast viele Kinder, du hast ein Haushalt, dass du eine gute Köchin bist und gut Kuchen backen kannst und so. Denk dir was Nettes aus. Was meinst du, wie das deine Tochter beeindrucken wird? Wenn du sagst, pass mal auf, ich mache jetzt was Schönes für euch, kommt mal vorbei. Setzen uns nett zusammen, plauschen ein bisschen. Die aus dem Häuschen fallen, weil wenn die vor Freude. Mädchen mal hier angerufen hat, dann hat die immer schon aufgelegt, wenn ich dran bin. Ja. Hat doch Angst vor mir. Das ist doch kein, ich bin immer aus dem Weg gegangen. Das ist doch kein Zustand, Silvia. So geht das doch nicht weiter. Du musst jetzt ein Zeichen setzen. Oh je. Und das musst du ganz schnell jetzt machen. Das Wochenende ist eine schöne Möglichkeit dafür. Na, was ein Glück, dass ich da frei habe. Auf was wie könntest du denn deine Tochter denn erfreuen? Mit einem schönen Abendessen oder mit einem schönen Kuchen oder was meinst du? Ja, einfach mit einem Kuchen und Kaffee würde genau, ich mal sagen. Kuchen und am Kaffee. Besten noch einen schönen Film holen, den gucken wir uns. Genau, man muss ja nicht die ganze Zeit quatschen. Einfach mal so ein bisschen zusammen sein und über. Aber das wird ein sehr angespanntes Verhältnis. Ja, aber beim zweiten Mal wird es schon besser. Beim zweiten Mal wird es schon besser, sage ich dir. Und distanziert werden wir da sein. Ja, aber sie wird es auch honorieren. Deine Tochter wird das honorieren, wenn du jetzt da einen Schritt vorangehst. Sie weiß ja auch, dass dir das schwerfällt. Ja, ich denke mal, das hat sie ja mitbekommen. Mhm. Da
dass ich damit nicht umgehen kann. Mhm. Aber du hast ja angerufen. Letztendlich willst du das ja auch alles hören, was ich dir gesagt habe. Ich kann auch nicht schlafen deshalb. Ne? Ich mache mir selbst verrückt im Kopf. Ne? Aber du brauchst dich gar nicht verrückt zu machen. Wie das du willst, dass deine Tochter glücklich ist. Das will ich auf jeden Fall. So. Ich will sie nicht verlieren. Genau. Ich habe Angst davor, dass ich sie ganz verliere. So, und jetzt nur weil ich so eine blöde Einstellung noch und so ein komisches Gefühl dazu habe. Genau. Zu der Sache, weil ich keinen Umgang damit hatte. Deshalb müssen wir das jetzt üben. Und die Sache mit dem Kuchenbacken ist, glaube ich, schon ein guter Einstieg. Am Wochenende? Ich versuche es, ja. Nächste Woche Montag nochmal miteinander? Ja, ich versuche es mal. Nee, wir rufen dich Montagabend, Montagnacht an. Okay. Und dann erzählst du uns allen, wie es war mit der Tochter. Ist. Okay? Okay. Abgemacht? Ja. Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Tschüss Silvia, bis Montag. Tschüss. So, wen haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir Jasmin. Und Jasmin ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jasmin. Ich rufe eigentlich zum Thema von gestern nochmal an. Und zwar bin ich mit 6 Jahren von meinem Cousin vergewaltigt worden. Mhm. Das ging so circa 3 Jahre, 3,5 Jahre, bis ich dann meine erste Periode bekam. Und es war einfach furchtbar. Und jetzt geht es halt mir darum... Darf ich mal eben zwischenfragen, Silvia? Ja. Damals, du sagst, das hat 3 Jahre angedauert. Ja. Wie oft passierte das damals? Wöchentlich? Einmal im Monat oder? Also so circa alle 3-4 Tage. Alle 3-4 Tage? Ja. Wie alt war denn dein Cousin damals, als du Als es angefangen hat, war er 19. Mhm. Ja, und am Anfang ging das noch. Wie war das denn überhaupt möglich? Habt ihr in einem Haus gewohnt? Nee, also ich war damals öfter bei meiner Tante zu Besuch, beziehungsweise bei meiner Oma, und die haben beide im selben Haus gewohnt. Mhm. Und meine Oma war dann zu der Zeit noch berufstätig und er kam dann immer in die Wohnung hoch. Und es war eben keiner da außer uns. Also wir halten mal fest, im Alter zwischen 6 und 9 Jahren, wöchentlich 3 bis 4 Mal vergewaltigt worden von dem damals über 10 Jahre älteren Vetter, Cousin. Ja, also als es angefangen hat, war er 19. Mhm. Ja. Mhm. Am Anfang ging das noch so, da war es noch mehr oder weniger auszuhalten und ich konnte auch den Mund halten, sag ich mal. Doch irgendwann war das dann so, dass er dann angefangen hat, mich mit Handschellen zu fesseln. Ich musste Musik hören, so Heil Hitler und weiß Gott nebenbei. Wie sowas, also dieser Aspekt kam auch noch dazu, ein Rechtsradikaler. Ja, so was er genau hatte oder was er machte, wusste ich nicht oder weiß ich bis heute nicht. Aber es war eben furchtbar, sag ich mal. Mhm. Und irgendwann hat es dann angefangen, er hat dann Kerzen benutzt, Flaschen benutzt, hat nebenbei Horrorfilme laufen lassen, wo beispielsweise der Kopf abgehackt wurde und lauter solche Sachen. Und währenddessen hat er sich sexuell an dir vergangen? Ja, also ich war da gefesselt und konnte quasi mich gar nicht wehren. Mhm. Mhm. Mein Problem heute ist, ich bin seit 4 Jahren in einer festen Beziehung. Seit 2 Jahren sind wir verlobt und wir hatten noch nie Sex. Seit 4 Jahren in der festen Beziehung und noch keinen Sex. Ja, aus dem einfachen Grund, ich kann es nicht. Mhm. Ich meine, er möchte, ich möchte auch irgendwo. Mhm. Ich kann es einfach nicht und ich versuche, ihn immer irgendwie hinzuhalten mit irgendwelchen Ausreden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Aber kann man das 4 Jahre, kann man jemanden 4 Jahre hinhalten? Ja, er sagt immer, ja, das stimmt doch gar nicht und irgendwas ist doch. Und dann sage ich, nee, es ist nichts. Und versuche ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass wirklich nichts ist, weil ich kann nicht drüber sprechen. Sobald irgendjemand vor mir sitzt oder irgendwie, ich habe es versucht und jedes Mal, wenn es dann darum ging, wirklich mit der Wahrheit rauszurücken, habe ich dann Rückzieher gemacht und gesagt, nee. Wer weiß das denn überhaupt? Keiner außer ihm und mir. Keiner außer ihm und dir? Ja, weil ich konnte noch nie drüber reden und habe auch schon ein paar Mal versucht, bei euch anzurufen, bin aber nie durchgekommen. Aber was für eine große Überwindung für dich, jetzt hier zu sprechen. Ja, ich bin auch heilfroh, dass ich auch mal drüber reden kann. Mhm. Was hat dich denn, also offensichtlich scheint das ja eine sehr tiefe Liebesbeziehung zu sein zwischen dir und deinem Freund. Ihr seid 4 Jahre zusammen und er liebt dich auch
obwohl ihr keinen Sex miteinander habt. Was hat dich denn bisher so gebremst, es ihm nicht zumindest zu erzählen? Ich kann es einfach nicht. Auf der einen Seite denke ich mal, dass ich mich vor ihm schäme, deswegen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass ich ihn dadurch eventuell verlieren könnte. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist eben diese Angst davor. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass er mich nicht verlassen würde, weil es gab auch noch andere Turbulenzen bei mir. Zum Beispiel, dass ich letztes Jahr 3 Wochen im Kittchen saß. Mhm. Und da ist er auch bei mir geblieben. Deswegen und hat mir sogar rausgeholfen. Aha. Deswegen saßt du 3 Wochen im Kittchen? Mit 14 bin ich dann von zu Hause rausgeworfen worden von meiner Mutter. Mhm. Und war ein halbes Jahr auf der Straße. Danach hatte ich keine Freunde und bin dann über ein Telefonsystem habe ich halt ständig telefoniert und hatte am Ende dann, das ging auch so 3 Jahre, eine Telefonrechnung von 40.000 Mark. Ach so, und deshalb kam diese Sache ins Rollen. Du saßt dann im Kittchen wegen des Geldes. Ja, genau. Mhm. Deine Mutter hat damals, deine Verwandten haben von der Sache auch überhaupt gar nichts geahnt. Nein, gar nichts. Mhm. Und es war für dich auch damals undenkbar, das deiner Mutter beispielsweise zu sagen? Nee, also meiner Mutter sowieso schon mal gar nicht. Die hatte dann geheiratet gehabt, als ich 7 war. Mhm. Und dann kamen meine 2 Schwestern auf die Welt und dann war ich sowieso nur noch der Buhmann. Mhm. Ich bin auch von meinem Stiefvater geschlagen worden, also das war auch nicht also gerade das Wahre. Auch sowieso schlechte Kindheit gehabt. Ja, also. Wie kam das denn eigentlich, dass der Cousin dann von dir abgelassen hat, als du 9, 9,5 warst, als du deine Periode bekamst, sagtest du vorhin? Ja, das hat, das war ein Grund. Und der andere Grund war, ich bin mit 9,5 Jahren in ein Kinderheim gekommen. Mhm. Und war da dann, bis ich 13 war und bin dann wieder nach Hause zu meiner Mutter. Mhm. Davor war ich ja bei meiner Oma gewesen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man das hinter sich hat, das haben mir oft Frauen, Mädchen erzählt hier, dass du in deinem Leben auch noch nie, auch nur ansatzweise eine positive Erfahrung mit Sexualität mit dir selbst gemacht hast. Nee, gar nicht. Also das kann ich gar nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Tabuzone unten, wo du gar nichts mit zu tun haben möchtest. Ja, sowieso. Mhm. Das ist auch was mein Freund mir ständig vorwirft, ja, dass ich mich zu oft selbst befriedigen würde und dass ich deswegen nicht will. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Nee, eben nicht. Du hast dich wahrscheinlich noch nie selbst befriedigt. Nee, ich kann es auch nicht. Mhm. Ich habe es versucht, es geht einfach nicht. Mhm. Gelingt es dir denn, kannst du denn deinen Freund zumindest mal anfassen und umarmen, streicheln? Umarmen geht, streicheln ist schon schwieriger. Und küssen geht auch nicht? Das ist auch ziemlich schwierig, aber dazu kann ich mich noch überwinden. Mhm. Also ich muss es nochmal sagen, Jasmin, dass mich das enorm erstaunt, dass das 4 Jahre so geht. Wie alt ist dein Freund in deinem Alter? Der ist jetzt 24. 24, dass er auf 4 Jahre auf Sex verzichtet. Gerade in dem Alter hat man besonders viel Lust darauf. Und es ist ja auch normal, wenn man mit jemandem zusammen ist. Ja, die Lust ist auch bei mir da, nach wie vor. Nur es geht einfach nicht. Mhm. Wo ist denn dieser Mann heute? Was macht der jetzt, der Vetter, der Cousin? Also ich weiß es nicht. Ich habe mit meiner Mutter eine Zeit lang gar keinen Kontakt gehabt. Jetzt ist es so, dass ich 3 bis 4 Mal im Jahr sie besuchen fahre, wegen meinen Stiefschwestern zum Geburtstag oder so. Mhm. Und da kommt schon mal vor, dass ich ihn so alle 5, 6 Jahre auch mal sehe, dass er mir über den Weg läuft. Und dann guckt er mich immer eben so an, so nach dem Motto, wehe, du sagst was. Ne? Mhm. Kamst du schon mal auf die Idee oder gab es diesen Gedanken schon mal, ich sage was, ich zeige den an? Ja, das war damals, als ich dann im Kinderheim war. Und da habe ich quasi so eine Vertrauensbetreuerin gehabt. Mhm. Mit der war ich eigentlich ziemlich gut und ihr konnte ich quasi auch so alles sagen. Mhm. Und als es dann soweit war, als ich dann drüber reden wollte, habe ich dann angefangen und irgendwas von Vergewaltigung gestammelt. Mhm. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich nicht weiterkomme und habe gesagt, nee, ist nicht. Mhm. Und das hat die aber nicht. Das hat die nicht aufgegriffen und ist die nicht hellhörig geworden? Nee, gar nicht. Mhm. Mhm. Sie hat mich dann 3 Tage später nochmal gefragt, war da wirklich nichts? Und dann habe ich gesagt, nein, das werde ich wohl geträumt haben. Mhm. Weil ich weiß auch heute bei meinem Freund, ich weiß langsam nicht mehr, was ich ihm noch erzählen kann. Er wird immer misstrauischer und
Jetzt letztes Wochenende hat er zum Beispiel auch gemeint, ich hätte einen anderen. Weißt du, Jasmin, ich glaube wirklich, dass dein Freund dich sehr lieb hat, dass er das so lange mitmacht. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass der tief gerührt sein wird und es ihm wie Schuppen von den Augen fallen wird, wenn du es ihm erzählst. Ich glaube, die Gefahr, dass er dich verlässt, ist jetzt viel größer, wenn du weiterhin schweigst, als wenn du es ihm sagst und dich ihm anvertraust. Du brauchst dich da nicht zu schämen. Ich habe fast die Vermutung, dass du dich schämst vor ihm. Kann das sein? Ja, das ist ja auch irgendwo, in irgendeiner Hinsicht ist es ja auch ein gewisses Schämen. Nur, sage ich mal, die Angst ist größer. Sag mir mal bitte, wofür und warum du dich schämst. Ich weiß es nicht. Dieses Schamgefühl ist einfach da. Guck mal, du warst ein Kind, als das passiert ist. Und das war ein erwachsener, junger Mann, der dir so viel Leid angetan hat. Der dich so verletzt hat, an Körper und Seele. Da brauchst du dich doch nicht zu schämen. Du trägst doch überhaupt keine Schuld. In gewisser Hinsicht ist mir das auch klar. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht über meinen Schatten springen und einfach erzählen. Aber du bist jetzt hier über deinen Schatten gesprungen. Ja, das ist auch was anderes. Ja, es ist was anderes, aber es ist aber schon mal etwas. Und du hast es mir sogar sehr flüssig erzählen können. Du hast immer wieder versucht, hier durchzukommen, sagst du. Das heißt, du wolltest das auch. Und jetzt. Ich wollte mit jemandem drüber sprechen, dass ich es einfach mal los bin. Vielleicht, dass mir auch jemand helfen kann. Jasmin, das ist aber jetzt erst der erste Schritt. So schnell wirst du das nicht los. Das ist der allererste kleine Schritt, den du jetzt hier gerade gemacht hast. Und jetzt müssen ganz viele neue Schritte folgen. Denn der allererste wichtige Schritt ist, oder die beiden großen Schritte, finde ich, die jetzt gemacht werden müssen, ist, dass du musst in eine psychologische Betreuung. Du musst mit jemandem zusammenarbeiten an dir. Einem Psychologen, einer Psychologin. Jede Woche. Damit du das schaffst zu überwinden und zu verwinden. Und der zweite Schritt ist auch, oder der auch sehr wichtige Schritt ist, finde ich, dass du das deinem Freund sagen musst. Und dann gibt es noch eine Überlegung, aber das musst du entscheiden, wie stabil du dann bist. Wir hatten ja neulich ja auch so einen schlimmen Fall, am Montag, glaube ich, dass dieser Typ angezeigt wird. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch was bringt. Ich glaube schon. Weil, ich meine, es sind ja jetzt auch schon 11 Jahre. Aber erstmal geht es jetzt darum, dass du wieder stabiler wirst und dass du in gute Hände gerätst. Und dass du dein Leben in den Griff kriegst. Das kriegst du so alleine nicht, indem du das überschweigst. Guck mal, was dir angetan worden ist. Du hast es gerade nur angedeutet. Du bist so viele Jahre vergewaltigt worden von einem Mann. Und hinzu kam dann auch noch diese ganze Tortur. Er hat dich gefesselt an dein Bett. Er hat Gewaltvideos gezeigt. Es liefen Nazi-Lieder dazu. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was da alles im Detail passiert ist und was ein kleines Kind, ein kleines Mädchen hat ertragen müssen. Ja. So, und da hast du alles Recht, dieser Welt Hilfe zu bekommen, Jasmin. Und niemand auf der Welt darf auf dich böse herabsehen oder schäbig über dich reden. Niemand darf das. Nur über diesen Mann, nur über den Mann. Du hast einfach ungeheuer Pech gehabt, Jasmin. Ein ungeheures Pech gehabt, dass du in diese Verstrickung gekommen bist. Und da kann sich ein Kind nicht wehren. Verdammt nochmal, wie soll es sich denn wehren, ein 6-jähriges Mädchen? Ja, klar. So, Jasmin, wir machen jetzt Folgendes. Du weißt ja, dass ich immer im Hintergrund Psychologen habe. Das ist heute auch der Fall. Jetzt möchte ich, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Ferdinand, erstmal noch eingehend sprichst. Bist du bereit, das zu machen? Ja, ich denke schon. Kannst ja machen. Jetzt haben wir so lange geredet, dann kannst du mit ihm auch reden. Und noch entspannter, und zwar unter 2 Ohren. Ihr beide ganz alleine. Und der Ferdinand wird dir gleich richtige Ratschläge geben und Tipps, an wen du dich jetzt wenden kannst und wer für dich gut ist, welcher Psychologe und wohin du gehen musst und solltest. Ja, okay. Und ich sage dir nochmal, ich bin sicher, Jasmin, dass dein Freund, der dich offensichtlich so lieb hat, dich deshalb nur wirklich nicht verlassen wird.
Vielleicht wird er jetzt noch mehr zu dir stehen und sagen, okay, komm, jetzt haben wir die 4 Jahre geschafft gemeinsam, jetzt schaffen wir den nächsten Rest auch noch. Und erleben dann doch gemeinsam, wenn es dir besser geht, gemeinsam auch Erotik und Sexualität. Das ist alles jetzt viel und schwer, ne, was auf dich zukommt. Ja. Und das ist vielleicht auch noch so ein Faktor, wo ich Angst vor habe. Ja, ist aber auch normal, dass du da Angst vor hast. Guck mal, du hast es jetzt so viele Jahre in dein Hinterstübchen gelegt und Tür zugeschlossen und Schlüssel in die Tasche gesteckt, dass da ja niemand rankommt. Aber du hast nie vergessen, was in diesem Hinterstübchen alles brodelt, was da drin liegt an Schlimmem. Und die Tür muss jetzt aufgeschlossen werden. Die kannst du nur gemeinsam mit einem Fachmann aufschließen. Und da muss das alles genau bedacht und besprochen werden, was da geschehen ist damals. Was machst du eigentlich im Moment vom Beruf? Im Moment bin ich arbeitslos. Das heißt, ich bin eigentlich, damals mit 14 hatte ich meine Ausbildung angefangen. Und dann habe ich ein halbes Jahr auf der Straße gelebt und dann habe ich versucht, Ausbildungsplätze zu bekommen wieder. Mich hat keiner genommen, weil ich eben für dieses halbe Jahr nichts nachweisen konnte. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich habe bisher Aushilfsjobs gemacht und sonst eigentlich gar nicht. Ich meine, jetzt habe ich einen kleinen Lichtblick. Ich habe jetzt nächste Woche bei der Deutschen Post ein Vorstellungsgespräch als Briefzustellerin. Und ich drück mir selbst auch mal alle Daumen, dass das auch hinhaut. Ja, siehst du mal, da ist jetzt ein Lichtblick. Und wenn du jetzt auf dieser anderen Schiene, über die wir gerade so lange gesprochen haben, auch ein bisschen vorangehst, vielleicht kommt dann doch noch mehr Licht auch in dein Leben. Lebst du eigentlich mit deinem Freund zusammen im Moment? Nein. Er wohnt noch bei den Eltern. Und du hast eine eigene Wohnung? Ja. Liebe Jasmin, du legst bitte auf und wir, das heißt mein Psychologe, der Ferdinand, ruft dich gleich an. Ich finde es erstmal ganz toll, dass du hier angerufen hast, dass du den Schritt gewagt hast, dass du erzählt hast, und drücke dir wirklich alle Daumen und wünsche dir toi toi toi, dass es jetzt auch weitergeht. Okay, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. 1.39 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 40 und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne mit mir hier live heute Nacht hier in der Sendung reden wollt, im Radio oder im Fernsehen und im Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt das Thema: Mein Körper ist mein Kapital. Und ich möchte mit Leuten reden, die das sagen. Die sagen, ohne meinen Körper wäre ich arm wie eine Kirchenmaus. Also aus diesem Körper hole ich eine ganze Menge raus, als Model, als Prostituierte, als Schauspieler. Egal was, überlegt, ob das auf euch zutrifft. Darüber unterhalten wir uns morgen. Bevor es weitergeht, noch ein bisschen Post. Und zwar hat die Christa hat einen Fax geschickt. Und sie schreibt: lieber Domian, ich bin eine leidenschaftliche Zuschauerin deiner Sendung und da ich gerne Bären zeichne, hatte ich diese originelle Idee, dich doch mal als Bären zu zeichnen. Und die Christa hat das dann auch ganz pfiffig gemacht und hat mich im Studio sitzend als Bär gezeichnet, der eine Wasserflasche in der Hand hat, seine Hände oder seine Tatzen auf diesem Pult hier liegen hat und so ein bisschen treu doof in die Kamera guckt.
Ein schönes Bild von Christa, vielen Dank. Ein Witz, wollt ihr einen Witz hören? Irgendjemand hat uns hier einen Witz gesimst, ohne Absender. Frage, wer hat den Triathlon erfunden? Antwort, die Polen, zu Fuß zum Schwimmbad und mit dem Rad heim. Ein Witz. Und Melanie aus Aschaffenburg fragt, mit wem, Domian, würdest du gerne aus dem Big Brother Haus eine Nacht verbringen? Melanie, was ist das für eine Frage? Natürlich, mit keinem, mit keinem. Ich habe es heute mir nochmal doch ausführlich angeschaut und bin eigentlich fassungslos, wie intrigant doch die meisten Frauen in dem Haus sind. Und ich bin immer noch fassungslos über diesen Christian. Also, nein, ich will mit niemandem mehr schlafen. Harry finde ich toll, aber mit dem würde ich gerne doch dann nicht die Nacht verbringen. Jetzt geht's weiter mit Steffi. Und Steffi ist wie alt? 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Steffi. Domian, du bist mein Hero, echt. Ich bin dein Held? Ja, du bist mein Held. Mann, warum? Ja, ganz einfach, weil ich dir echt viel zu verdanken habe. Weil du damals hattest du eine Sendung, da hat ein Mädel angerufen, die irgendwie mit ihrer besten Freundin, irgendwie wie sie wusste nicht, ob sie Gefühle für sie hat. Mhm. Und dass sie ihr halt erklärt, wie sie das machen soll und so. Und bei mir war das in dem Moment genau das Gleiche. Die gleiche Situation quasi. Ja, ich war so verliebt in meine beste Freundin. So. Und, aber so richtig. Ich wusste nicht, ob sie jetzt in mich auch und so. Und dann hat sie mal so Andeutungen gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist nicht so. Ja, auf jeden Fall hat sie mich dann, habe ich das gehört. Kurze Zeit später hat sie mich angerufen und meinte, ja, ich stehe auf dich. Ach. Und dann habe ich halt gesagt, ja, super, klasse. Und er meinte so, das war ein Witz. Aha. Und dann habe ich angefangen zu weinen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ja, und dann später hat sie halt doch rausgestellt, dass sie in mich verliebt ist, weil ich habe es ihr dann 2-3 Tage später gesagt, weil ich total fertig war, ich konnte damit gar nicht mehr umgehen. Ja, und habe ich halt gesagt, ich liebe dich, ich kann nichts dafür und wenn du jetzt keinen Kontakt mehr mit mir haben willst, kein Problem und so. Dann meinte sie so, ja, ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle einordnen soll und mit meinen Eltern und das ist ja alles immer so ein großes Problem. Und wie wir vorhin auch schon gehört haben. Ja, also zu der Mutter muss ich ja sagen, sie soll ein bisschen locker, lässer dran gehen. Ja. Das geht schon. Ist es denn was geworden mit euch beiden? Ja, seit 10 Monaten sind wir jetzt zusammen. Seit 10 Monaten seid ihr ein junges, süßes Paar. Ja. Steffi und ihre Freundin, wie heißt sie? Steffi. Auch Steffi, Steffi und Steffi, das ist aber nur sehr putzig. Genau. Steffi und Steffi. Ja. Und das hat, dass du auch so ein bisschen rangegangen bist, meinst du, liegt daran, dass du hier ein bisschen zugehört hast und der Fall so ähnlich präsentiert wurde? Ja, weil ich irgendwie, ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also und dann, ich höre sowieso Domian jeden Abend, weil ich kann vor 2 Uhr nicht schlafen und ich weiß nicht, das kam dann echt passend. Das gefällt mir natürlich sehr gut, wenn du sagst, du bist mein Hero. Hört man ja gerne als Mann. Wie, Steffi, aber ganz im Ernst jetzt, wir haben ja gerade die Geschichte von der Mutter gehört, ja. Ne? Von Silvia. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, dass du jetzt keinen hübschen jungen Mann mit nach Hause gebracht hast, sondern die hübsche junge Steffi? Ah, also meine Mutter, der habe ich das zu Weihnachten gesagt, unterm Weihnachtsbaum. Und sie meinte halt, ach, das sagst du mir unterm Weihnachtsbaum und damit war die Sache gegessen. Ach so, ich dachte, sie hätte gesagt, musst du mir jetzt noch Weihnachten verderben. Nein, meine Mutter geht da ganz locker um, aber ihre Eltern, die waren schon etwas heftiger. Also die haben das auch nicht von meiner Freundin erfahren, sondern das Problem ist, ich habe im Heim gewohnt und ihr Vater ist der Hausmeister vom Heim. Ach so. Ja, und dann ist das halt rumgegangen, da kam sie nach der Schule nach Hause und dann meint die Mutter halt, hast du eine sexuelle Beziehung mit der Steffi? Aha. Dann meint sie ganz glatt, ja, klar. Und die Mutter war halt Gemüse am Schneiden, meinte nur so, ja, jetzt geh mal in dein Zimmer. Und nach 5 Minuten, total süß, kam sie wohl rein und hat gesagt, ich hab dich trotzdem lieb. Ja, so muss das sein, ne? Ja. Genau so muss das sein. Und sie hat ganz locker weiter entspannt das Gemüse geschnitten. Ja. Ja, ja, so wollen wir die Mütter, ne? Ja, aber für Mütter ist das wirklich schwer. Der Vater, der war da ganz, ist da ganz locker mit umgegangen, der ist auch schon reingekommen, wo wir miteinander geschlafen haben, aus Versehen. Und weißt du, die Väter haben vielleicht mehr Schwierigkeiten, wenn die Jungs schwul werden, ne? Das ist vielleicht da für die dann wieder schwieriger. Aber für die Mutter bin ich wie eine Tochter, also die kocht für mich, die macht alles für mich. Also wir sind wie, weiß ich nicht. Also Silvia, hör zu, genau so soll das bei euch auch ablaufen am Wochenende. Ja, also das ist, die wird wie eine beste Freundin, das wird wie ihre Tochter, das ist, da ist kein, irgendwie, die ist nicht eifersüchtig auf mich oder so, das ist,
Und vor allem mit Frauen ist das sowieso, sag ich da, sowieso viel besser. Ja. Also da geht die streiten sich auch nicht so oft. Also, naja. Also, um nochmal den Bogen zu Big Brother zu... Guckst du das auch manchmal? Oh ja, Jörg. Jörg ist auch mein Hero. Ist das mein Mikrofon hier zugang? Aber ist das nicht schrecklich, wie die Frauen sich da so ständig in den Haaren haben? Und also hinterhältig. Ja. Heute war es ganz schlimm, ne? Also ich weiß nicht, ich bin sowieso Big Brother-Fan von der ersten Staffel an, aber was da schon nach zwei Tagen... Super krass. Weil die Marion sich da auszieht, regt die Steffi sich auf. Die ist ja sowieso Mutter Teresa. Ich glaube, die Steffi ist eine ganz durchtriebene. Ja. Ne? Ja, die erzählt an der einen Seite da hält sie über Daniela und zwei Minuten später sieht man die mit der irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe mich so getäuscht. Ich fand die am Anfang sehr sympathisch und dachte, ach, das ist aber eine nette, ne? Aber mittlerweile ist sie mir einfach zu berechnend und auch fast schon ein bisschen integrant. Ja, Link, die würde auch gleich was mit dem Walter anfangen. Da kann mir niemanden was erzählen. Ich sag's dir, die ist scharf. Die ist rattig auf Walter. Ja. Aber Walter will von der auch nichts, glaube ich, ne? Ja, wer weiß, der guckt schon immer so, ich weiß nicht. Also der würde eher doch zu Ebro passen. Ich glaube, der Walter ist so ein verwöhntes Sunnyboy-Söhnchen. Ja. Der genießt das auch, dass die ganzen Mädels ihn alle anhimmeln da, ne? Aber ich finde, Christian hat sich echt geändert. Christian ist echt irgendwie, ich glaube, der kriegt jetzt den Bogen. Ich glaube, das war eine Woche nur so Spiel und jetzt hat er gemerkt, was er gemacht hat. Die Stimmung schlägt um, ne? Ja. Wobei ich ihn, ich muss sagen, nach wie vor blöd finde. Also das diese Sprüche. Hast du das mit dem Brot gesehen? Nee. Der hat ja Brot gesäbelt. Da haben die dem ein trockenes Brot dahingelegt. Alles Brot war weggefressen. Und er hat halt so ein knallsteinhartes Brot, ist dann ausgerastet, in den Garten gerannt und hat laut geschrien. Und keiner kümmert sich um ihn. So, der ist irgendwie ganz alleine da. Ne, der ist ja isoliert, ne? Weil die mögen den alle nicht. Ja. Ja. Was ist denn, was tippst du, wer am Wochenende rausfliegt? Ich glaube Marion, weil Christian ist irgendwie ganz hoch im Internet, auch alle lieben ihn. Und ich habe es auch gesehen, ja. Ja. Also obwohl Marion, die kann sich ruhig nochmal ausziehen. Ja, siehst du natürlich gerne, ne? Ihr lesbischen Steffi ist da. Ja, ihr guckt genau. Da, aber ist es denn nicht super ultra lächerlich, dass die Frauen im Bikini duschen gehen? Also das finde ich ja, ich weiß nicht, der Christian hat ja extra so hingestellt, dass man alles sehen kann, das ganze Elend. Aber ich weiß nicht, wie kann man... Das war doch von vornherein klar. Ja. Und wenn ich weiß, ich gehe in so ein Haus, dann nehme ich mir doch kein Bikini mit. Die anderen haben das ja auch nicht gemacht in der alten Staffel. Ja, eben. Mein Gott, ist es so schlimm, die mal nackt zu sehen? Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, hoffentlich, keine Ahnung. Also die werden das auch noch raffen. Mir wäre das viel zu blöd. Fiel ich ja wirklich vom Sessel, als ich das hörte, dass die eine, wie heißt die Blonde? Marion. Die Daniela. Daniela schminkt sich erst und geht dann... Wie geht das? Ich verstehe das nicht. Ja genau, wie geht das? Die hat tierisch lange Haare, die versaut sich doch ihr ganzes Make-up. Ich glaube, die ist so eitel, dass sie gut aussehen will, wenn sie aus der Dusche kommt und sprüht sich dann hier nur so von hier ab Brust nass. Ja, glaube ich wirklich, ne? Ja, wer weiß. Ein Ausbund der Eitelkeit ist diese Serie, ne? Mein Gott, was man da alles sieht. Weißt du, wen ich süß finde? Die ganz kleine, dieses Nesthäkchen. Ja, Küken. Ich glaube, die ist auch gut. Ja. Die wird das auch ziemlich gut. Vom Charakter her ist die, glaube ich, auch ziemlich in Ordnung, ja. Also die und Harry, die beiden finde ich gut. So, jetzt haben wir über Big Brother geredet, wollten wir eigentlich gar nicht. Ich freue mich, dass ihr beiden ein Paar seid, Steffi und Steffi. Ja, darf ich noch was sagen? Ja, bitte. Ich liebe dich, Honey Bunny. Die guckt nämlich jetzt bestimmt zu. Honey Bunny. Das ist ja nur allerliebst. Honey Bunny und Steffi. Was sagt denn Honey Bunny zu dir? Schatzey? Mit Y. Ja, so ist das mit den Spitznamen. Ich wünsche euch noch viele, viele tolle Jahre. Ja, dir auch. Und schönen Gruß an Hella von Sinnen. Fand ich gut in der 1000. Sendung, ne? Ja, die Hella guckt bestimmt jetzt zu. Und der Gruß ist jetzt direkt zu ihr nach Hause gegangen. Gut. Tschüss, Steffi. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit, jetzt frage ich mal die Regie, wen ich jetzt hier habe, mit Marina. Und Marina ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Marina. Guten Morgen, Dobby. Du hast mich auch angerufen, in später Nacht. Ja, und zwar habe ich eine sehr seltene Krankheit. Ja. Und zwar nennt sich das die ausgeprägte vaskuläre Enzephalopathie. Sehr kompliziertes Wort. Ja, ich weiß selber nicht richtig, weil mir keine Auskunft gibt. Was ich damit anfangen soll, ich fragte dann nur meine Ärztin und die sagte zu mir, es ist eine
Gehirnerweichung durch Verkalkung hervorgerufen. Mhm. Seit wann hast du diese Krankheit? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, also mit 45 bekommen? Ja. Und wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? Ja, ich hatte nichts gemerkt, überhaupt nichts. Ich wollte nur morgens zur Arbeit, also ich bin Friseuse und konnte nicht mehr aufstehen. Mhm. Ich hatte weder Schmerzen noch sonst irgendwas. Du lagst ganz, ganz gelähmt im Bett? Ja, also das rechte Bein besonders und das linke, das zog ich so hinter mir her. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Lebenspartner gesagt, also ich bin geschieden, dann zu meinem Lebenspartner gesagt, ja, tut mir leid, ich kann nicht laufen. Mhm. Ja, wie, du kannst nicht laufen? Ich sage, ich weiß es nicht, ich komme nicht raus, ich kann einfach nicht laufen, ich habe kein Gefühl mehr. Ja, und er hat mich dann getragen, zum Arzt gefahren und mein Hausarzt sagte dann zu mir, ja, das kommt vom Kopf her. Und ich sage, wie vom Kopf bin ich jetzt? Ich verstehe das nicht. Mhm. Und ja, dann schickte er mich zum Neurologe. Mhm. Und ja, der sagte dann zu mir, sagen Sie mal, machen Sie das eigentlich extra? Ich sage, ja, hören Sie mal. Ich sage, hören Sie mal, ich kann nicht mehr laufen. Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Ja, oder trinken Sie? Mhm. Ich sag, wie, ich habe noch nie getrunken und ich trinke absolut keinen Alkohol, auch nicht Silvester oder so. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Naja, und dann habe ich gedacht, naja, ein Arzt kannst du nicht glauben, so jetzt gehst du mal zu anderen Ärzten. Und alle sagten zu mir, das kommt vom Kopf. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis man denn endlich herausbekommen hat, was es ist? 3 Monate. 3 Monate. Ja. Was kannst du denn jetzt dagegen tun? Nichts. Das Gehirn erweicht sich immer mehr. Ich falle ins Babyalter zurück, höchstens noch 5 bis 7 Jahre habe ich. Was heißt, du fällst ins Babyalter zurück? Ich falle ins Babyalter zurück. Man muss sich das vorstellen, wie bei Alzheimer-Kranke. Es ist nicht Alzheimer, es ist eben durch die Verkalkung erweicht das Gehirn. Mhm. Und dadurch falle ich ins Babyalter zurück. Kannst du denn noch laufen im Moment? Ja, ich habe eine Gehhilfe und hier im Haus einen Rollstuhl. Und laufen, also ohne fremde Hilfe überhaupt nicht, werde praktisch so unterstützt von beiden Seiten. Das heißt, deinen Beruf kannst du nicht mehr ausüben? Na, es war von heute auf morgen Schluss. Von heute auf morgen Schluss. Mhm. Und ich war ein Typ, der ist gerannt, getan, ich war lustig, ich war, und alle haben sich von mir abgewöhnt. Ne? Mhm. Hast du denn deinen Lebenspartner, der ist noch bei dir? Ja, also ich muss sagen, er hatte selber einen schweren Schicksalsschlag, seine Frau ist auch an Krebs gestorben. Hält bis jetzt immer zu mir, aber er hat Wechselschicht und ich bin quasi so wie heute Nacht alleine und kein Mensch kümmert. Ich sitze nur in der Wohnung, nur. Kannst du denn alleine zur Toilette gehen, geht das? Ja, ich setze mich dann hier von dem Stuhl, wo ich jetzt sitze, im Rollstuhl und fahre zur Toilette und ich habe aber auch einen Toilettenstuhl. Aber alleine einkaufen, so ist nicht mehr? Gar nicht mehr. Vor allen Dingen, es kommen jeden Tag was anderes. Ich mache unter mir, also es sind keine Voranzeichen da. Ich habe dann auf einmal Gleichgewichtsstörung, Schwindel, kipp um, Unterzuckerung, innerhalb von 3 Monaten 40 Pfund abgenommen. Also merkst du das denn? Du sagst, das ist eine Gehirnerkrankung. Ja. Merkst du das auch, dass du zum Beispiel vergesslich wirst? Immer mehr, ja. Immer mehr. Oder dass du nicht mehr so richtig sprechen kannst? Wie? Ab und zu lallen. Ich bin auch schon mal hier auf der Straße umgekippt. Da hat man mir dann gesagt, ach, die ist ja besoffen. Was mir auffällt, gerade als wir angefangen haben zu reden, schien mir die Sprache noch schwieriger für dich. Jetzt geht es ein bisschen besser, wo wir schon eine Weile reden. Ja, es kommt immer auf einmal. Es kann auch gleich wieder sein, dass ich anfange zu stottern oder ich zitter auch sehr viel. Also nicht wegen Aufregung, jetzt wegen... Also wenn ich jetzt Leute wüsste, die vielleicht sowas hätten, es ist, in diesem Alter gibt es solche Leute nicht. Mhm. Ich wüsste auch keinen, der diese Krankheit hat und... Ich kann auch keinen fragen, weil man meinte, es kommt von den Genen her, aber meine Eltern sind tot. Haben denn die Ärzte gesagt, dass das eine sehr seltene Krankheit ist? Ja, eine sehr, sehr ungewöhnliche Darstellung für dieses Alter. Ne? Das heißt, wenn man die bekommt, dann eher im hohen Alter? Ja, also wenn man sagte mir, wenn ich jetzt, Sie könnten es verstehen, wenn ich jetzt 80 oder 90 wäre. Ne? Aber die ganzen Anzeichen sind... Wie eine alte Frau. Nun hat man jedes Organ lässt immer mehr nach. Nun hat man dir prognostiziert, vorhergesagt, dass du nicht mehr lange zu leben hast. Richtig. Wie gehst du denn damit um? Ja, ich habe schon Tabletten genommen und
meine Nachbarin hat mich dann gefunden, dass aber ich wollte nicht mehr leben. Die Ärzte geben überhaupt keine Hoffnung. Die sagen, nein, es gibt keine Medikamente, man kann gar nichts machen. Nein, ich hatte so Gehirn-Durchblutungstabletten bekommen. Ich wurde an Tropf vergangen, die konnte ich nicht vertragen. Davon hat mich dann mich immer übergeben. Dann hat man es mir in Tablettenform genommen. Ich nehme ungefähr 20 Tabletten am Tag, alles für Durchblutung. Das rechte Bein, was ganz gelähmt ist, wird schon dunkel. Ich musste zur Gefäßchirurgie, ob man mir das nicht abnehmen muss. Jetzt hat man versucht, Katheter einzusetzen und. Also es ist rundherum eine sehr schwere Erkrankung, die alle Körperteile letztendlich betrifft. Ja, also die. Hast du Schmerzen auch täglich? Ich lebe nur mit Schmerzen. Nur. Es ist ja auch alles taub. Es ist auch, ich kann froh sein, dass ich so einen Lebenspartner habe. Ich kann auch weder sexuell noch so irgendwie was machen. Es ist alles taub. Also zur Hälfte, ne? Du musst dir das so vorstellen, die linke Gehirnhälfte ist fast ganz kaputt verkalkt und dadurch ist dann, es ist ja alles seitenverkehrt, dadurch bin ich dann rechts gelegt. Du hast gerade eine Andeutung gemacht, würdest du gerne mit Leuten sprechen, die in deinem Alter eine solche Erkrankung haben? Ja, ob es sowas überhaupt gibt. Sag doch nochmal den Namen, wenn das jemand hat, dann wird der sofort jetzt große Ohren kriegen. Ja, das ist die vaskuläre Enzephalopathie. Also wer es hat, wird natürlich das jetzt sofort registrieren und auch aufgrund der Symptome mit sich in Verbindung bringen. Werden wir natürlich sofort eine Verbindung herstellen, wenn sich da jemand meldet bei Ja, bei das wäre sehr nett. Ich sage ja, wenn ich wenigstens, jeder hat sich abgewandt, ich bin ja jetzt krank, ich bin ja nicht mehr vollwertig, wenn ich wenigstens, ich sage, und Neurologen, war alles mit Psychiater und alle haben nur gesagt, ja, müsste ich mich mit abfinden, ich konnte mit überhaupt keinen richtig reden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so schwer ist, wenn man den ganzen Tag dann, oder wenn dein Partner auf der Arbeit ist, so alleine ist. Ne? Ich bin nur alleine. Ich bin ganz ehrlich, ich komme mir so schon doof vor und ich rede hier, also wenn mich einer sieht, ich rede mit meinem Meerschwein, ne? Furchtbar. Ich gönn's kein. Liebe Marina, die Sendung geht zu Ende, du hörst das, ne, an der Musik. Ja. Damit du noch ein bisschen vielleicht auch ausführlicher reden kannst, möchte ich, dass du mit meinem Psychologen gleich nochmal in Verbindung kommst, ja? Ja, das wäre nett. Ja, und wenn sich bei uns jemand meldet, natürlich stellen wir den Kontakt her. Ja, das wäre ganz lieb. Ja. Du legst jetzt auf, wirst wieder zurückgerufen von uns und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ich bedanke mich bei dir. Auf Wiederhören, Maria. Wiederhören. Das war's für heute Nacht. In der Technik Hans-Jürgen Wilde. Morgen heißt unser Thema: Mein Körper ist mein Kapital. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und euch hier bei uns schon melden. Um 1 Uhr geht es dann los im Radio bei uns live und hier im WDR Fernsehen mit dem Thema: Mein Körper ist mein Kapital. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.